Gut, ich habe hier unten was zum Plündern gesehen. Also nehme ich das auch auf. Göttlicher Segen. Recht schick. Und hier oben liegt ein, ja, Drache. Und der Drache will besser nicht gestört werden. Vor allem, weil er auch gerne mal hier runterspuckt, wenn wir ihn versuchen, von hier unten mit Pfeilen zu beschießen. Ich demonstriere. Ich habe gerade keine Pfeile. Na gut, einmal so der Feuerpfeil. Falsche Waffe. Einmal muss der Feuerpfeil herhalten. Dann kommt er nämlich jetzt hierher. Und genau, spuckt ordentlich auf uns drauf. Also ja, Fernkampf bei dem ist auch nicht das wahre Mittel. Man müsste zu ihm hin und ihn im Nahkampf besiegen. Da kann er nämlich nicht so viel mit seinem Feuer machen. Allerdings ist er definitiv noch zu stark für uns. Das ist ein Drache, der einfach dafür sorgen soll, dass man nicht so schnell in die Kathedrale kommen kann. Der war früher übrigens auch noch nicht da. Genauso wie der Keulenschwinger hier. Das war früher mal einer mit einem Schwert. So, der war recht einfach. Wird der hier wiederum nicht, der die Truhe bewacht? So. Ich hätte nämlich erst gern die Truhe, bevor ich oh, ich hab's mal geschafft, ihn zu backstabben. Einen von denen. Das könnte ja sogar doch was werden. Und nochmal geschafft. Hey. Gut zu wissen, dass ich auch backstabben kann, während mein Schild oben ist. So, jetzt kann ich die Truhe plündern. Wobei ich nicht weiß, was da Interessantes drin war. Ring des Bindens. Ah, das ist der Ring. Das ist ein ziemlich netter Ring. Wobei wir ihn gerade nicht brauchen. Und ich ihn auch sonst nicht oft brauchte. Das ist nämlich der Ring, der dafür sorgt, dass man als Hülle nicht zu viel Trefferpunkte verliert beim Tod. Also statt 10% Max HP verliert man nur noch 5%. Und auch nur auf 75% runter, nicht auf 50% runter. Dieser ist ein ungewöhnlicher Ring unbekannten Ursprungs. Er begrenzt die TP, die der Träger als Hülle verliert. Leider macht euch der Ring nicht menschlich. Was einmal verloren ist, kann nicht so einfach wiedergewonnen werden. Nein, das nicht. So, wir könnten hier bieten bei Pin. Du siehst ulkig aus. Wir könnten hier ein Phantom rufen, nämlich den herrenlosen Glencore. Einen Ritter. Den brauchen wir allerdings nicht, weil dieser Bossfight ist relativ einfach, wenn man ihn kennt. Der Drachenreiter nämlich. Ja, man sieht, er ist erst einmal langsam. Und er hält nicht so viel aus wie der Pursuer. Also im Gegensatz zum Pursuer ist der hier wirklich Kindergarten. Vorausgesetzt natürlich, man hat die Plattform richtig erhöht. Wow. Man kann hier nämlich einmal relativ gut ausweichen. Und man macht ihm auch eigentlich relativ guten Schaden.
Das hat ihm jetzt mal ordentlich wehgetan. Au. Das hat uns ordentlich wehgetan. Oh, der ist tot. Sehr schön. Und wir kriegen die Drachenreiterseele und haben damit wieder einen Boss besiegt. Yay. Und haben hier ein neues Leuchtfeuer, was anders platziert wurde. Früher war es nämlich hier. Und sie haben es einfach hier platziert, damit man den NPC nicht so leicht übersieht. So, und wenn wir uns jetzt mal umgucken von hier oben aus, sind die ganzen Heideritter jetzt aufgewacht und laufen herum. Das macht den Heidetower etwas schwieriger. Gegenstandskiste. Die Sachen können mal weg. Wir haben ein paar Seelen. Der Leuttalisman kann weg. Das Ding kann weg. Zerbrochenes Schurkenschwert kann auch weg. Der Parma kann weg. Die Rüstungen, nö, bleiben mal. So. Und ja, wir haben nicht mal einen Flakon gebraucht bei dem Boss. Noch eine nette Neuerung bei Dark Souls 3 übrigens. Die Bosse sind wieder schwieriger. Geldsack voraus. Bösewicht und ein Lügner voraus. Ja, das stimmt teilweise. Sie hier ist nämlich... Are you from these parts? Hört einfach selber. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Ja, ich kann jetzt bei ihr Wunder kaufen, also erstmal der Klerikerglocke, die ich schon habe. Dann könnte ich bei ihr einen Ring kaufen, der den Willen, glaube ich, um 5 Punkte erhöht. Dieser Ring wurde von Hohepriestern von Wolgen gesegnet, erhöht den Willen. Die Kleriker der berühmten Stadt Wolgen befinden sich dauerhaft in einem skandalösen Machtkampf. Einige wenige bleiben wir noch aufrechte Edelmänner mit starkem Willen. Ja. Und hier sind nochmal, hier sind die ganzen Wunder, die sie verkauft. Im Augenblick nur einmalig. Also heilen, medizinische Heilung ist mittlere Heilung. Also kleine Heilung, mittlere Heilung, große Heilung. Beziehungsweise der Auszug aus der großen Heilung. Auffrischung, das sind solche Regenerationszauber, also die über Zeit ticken. Schmeichelndes Gebet, was war das nochmal? Ah ja, Gifte entfernen, ja. Wucht stößt einfach alles weg. Blitzspeer ist eigentlich einer der wenigen Offensivzauber der Wunderschule. Rückkehr bringt einen einfach zurück. Wie Rückkehrknochen. Also Homeward Bones. Und mit Rad kann man, glaube ich, mehr Nachrichten aufdecken. Ein Wunder für jene, die sich verirrt haben. Offenbart Nachrichten aus anderen Welten. Ja. Wir brauchen zuerst mal gar nichts davon, da unser Wille und unsere Zauberei ziemlich niedrig sind. Die Seelen sollten wir lieber in Stats geben. Also reden wir noch mit ihr. Awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king gone. The earth ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now they may have scarce room in their hearts for miracles. Ja, sie redet über Wunder und sie tut so, als ob sie eine Heilige wäre. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Mhm. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude.
Also sie spricht wirklich größtenteils davon, wie so eine Heilige da, die einfach nur den guten Glauben verbreiten will, außer dass sie am Anfang gezögert hat, als wir sie gefragt haben, warum sie hier ist. Aber reden wir I noch mal weiter expected mit this ihr. cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry, help the gullible by teaching the good word. Ja, sie wollte wirklich gerade sagen, dass sie die Leichtgläubigen. I expected that to sorry, help the gullible. Ja, ich will es nochmal aufrufen. To a place I could gull the genau, die Leichtgläubigen übertölpeln. Help the gullible. Ja. No need for mirror. The gods frown upon such soul scrim. Und diese Abschiedsworte, wenn wir bei ihr nichts kaufen, ebenso. Wir sie uns einfach damit sagen, sie will unsere Seelen, sie ist also einfach eigentlich eine Scharlatanin. Ja, ich will nach Majula erstmal. Sie ist eine Scharlatanin, die es auf Seelen abgesehen hat. Aber unsere Seelen kriegt sie nicht so leicht. So. Steigen wir jetzt lieber wieder auf. Das habe ich ja gesagt, das ist besser. So, erstmal die 3 Punkte in Stärke, die wir brauchen. Dann in Wille. Und dann... Nein, erstmal in Int. Zauberei können wir etwas später machen. Ich brauche Int wenigstens auf 8. Weil für Zauberei brauche ich eh Wille von 12, dass ich wenigstens die kleine Heilung nutzen kann. Und man merkt, ich bin ziemlich überladen schon mit 61%. So, jetzt kann ich mir aber... Ja, wenn ich mir das Schild anlege, bin ich definitiv überladen. Deswegen bewahre ich mir das noch ein bisschen auf. Jetzt habe ich aber wenigstens schon mal die Stärke, um es tragen und nutzen zu können. So, und wie sie gesagt hat, sie ist weg. Wir werden sie aber später wieder treffen. Erstmal gehen wir hier oben lang. Wir wollen nämlich jetzt hier diesen Turm runter. Und hier hinter war was Leuchtendes. Klosteramulett. Das ist ein nettes Heil-Item. Weil das, glaube ich, auch Zaubernutzung wiederherstellt. Und hi, Kumpel. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Ups. Wow. Au. Stirb. Stirb, du bist mir echt zu lästig. Menschenbild und dunkle Pastillen. Seele eines stolzen Ritters. Und helle Bade des alten Ritters. Also das hier sind alte Ritter, die Jungs. Auch wenn sie bis jetzt noch nichts gedroppt haben, was darauf hinweist. Aber sie heißen alte Ritter. Und ich war der Meinung, hier wäre auch noch so ein alter Ritter. Nein, da vorne ist wieder einer von den Starken. Nur dass der hier nicht ganz so heftig ist wie sein Kollege vor dem Tor. Den habe ich jetzt nämlich gerade gebacksteppt, weil er einfach mal die ganze Zeit nach vorne gestochen hat. Und er hat edlen Knochenstaub beschützt. Das ist eine sehr nette, ein sehr netter Gegenstand. Den haben wir hier nämlich. Ihm voranzeigen. Verkohlte aschende Knochen. Werft sie in das ferne Leuchtfeuer in Majula, um die beim Flakon wiederhergestellten TP zu erhöhen. Sie gelten als Überreste eines Heiligen, der sich selbst in ein Leuchtfeuer warf. Doch die Wahrheit werden wir nie erfahren, da Ruß und Asche stumm bleiben. Ja, es gibt die Vermutung, dass das die Überreste unseres Dark Souls 1 Charakters sind. Oder eben eines Dark Souls 1 Charakters, der
das gute Ende gewählt hat. Wir haben ja damals das schlechte Ende gewählt im Let's Story. Also das Dark Lord Ende, besser gesagt. Das ist ja nicht wirklich das schlechte Ende. Weil darüber kann man sich streiten. Und ja, eben, anderen Ende wird man halt zum Brennmaterial für die erste Flamme.